Meine herzallerliebsten Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge God of War. Nachdem wir jetzt zwei, drei Folgen lang in Muspelheim unterwegs waren und da zahlreiche gekämpft haben, sind wir jetzt in der letzten Welt, die uns quasi noch fehlt. Jetzt fehlt noch Niflheim, die Welt des Nebels. Und dann sind wir mit den ganzen Welten auch durch. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert. Ich kann das gar nicht abschätzen. Das kann eine Folge dauern, das kann aber auch drei, vier Folgen dauern. Ich weiß nicht, wie umfangreich das Ganze ist. Einmal wollte ich noch ganz kurz hier vorbeischauen. Moin Jungs, ich meine nämlich, es gab noch einen Zauber. Genau, das hier. Muspelheims Auge der Kraft. Den können wir nämlich noch kaufen für Feuermaterialien. Schwelende Glut, größeres Feuerwappen und Sutrewappen. Ein Zauber, der Werte erhöht und die Resistenz gegen Brandschaden gewährt. Brauchen wir hier wahrscheinlich gar nicht, aber ich will den zumindest kaufen. Ich will gucken, was er für Werte hat. Es gibt im Übrigen auch Zauber für jeden Skill oder für fast jeden Skill. Zum Beispiel der hier. Und der erhöht den verursachten Schaden des Runenangriffs Tamos Atem und gibt einen Bonus auf Stärke und Vitalität. Nur dadurch verzichtet man natürlich dann auf einen orangenen, ne? Ich glaube, das lohnt sich gar nicht. Ich meine, dann macht der eine Skill, macht dann mehr Damage. Aber ansonsten, wir verlieren Werte. Wir verlieren Bonus. Also ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Und Muspelheims Auge der Kraft gibt 10 Stärke, 10 Abwehr, 10 Vitalität und erhöht die Resistenz gegen Brandschaden. Auch das brauchen wir wahrscheinlich gar nicht unbedingt. Aber was wir hier in Niflheim natürlich reintun könnten, wäre zum Beispiel das Auge von Niflheim. Erhöht den Widerstand gegen den verfluchten Nebel. Jetzt gucken wir einfach mal, was hier in Niflheim geht. Seitdem wir das letzte Mal hier waren, haben wir auf jeden Fall nochmal mehr Equip bekommen. Besseres Equip bekommen. Und wie Niflheim an sich funktioniert, wissen wir ja schon, ne? Insofern bin ich gespannt, was im Nebel an Challenges auf uns wartet und wie gut wir zurechtkommen. Wir wissen, wir müssen immer wieder reinlaufen und Nebel rausholen. Innerhalb der Zeit müssen wir auch wieder rauskommen. Und so wollen wir dann nach und nach genug von diesem Nebel ansammeln, damit wir die drei Risse geschlossen kriegen. Das ist eigentlich unser Hauptziel, die drei Risse schließen. Dann ist Niflheim abgeschlossen, glaube ich. Verbesserung gefällig, bevor ihr die Weltenrisse angeht. Nicht, dass ich so etwas billigen würde. Jemals. Theoretisch macht es vielleicht sogar Sinn, hier was gegen den Nebel zu benutzen, ne? Es gibt ja zum Beispiel eine Halskette. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch hier einen Griff gegen den Nebel. Es gibt ja, Rüstungen gegen den Nebel. Ist halt die Frage, ob man da jetzt komplett drauf setzen sollte und versuchen sollte, das noch alles umzubauen, das Equipment, oder ob wir auch so klarkommen. Wir sind ja relativ stark equipped, nur halt nicht für den Nebel. Egal, wir laufen mal rein, versuchen mal ein bisschen was und gucken einfach mal, was so geht. Ich weiß ja noch grob, was zu tun ist, ne? Reinlaufen, Kisten plündern, Gegner töten und halt die Zeit im Auge behalten. So, hier kommen meistens die ersten Gegner. Jawohl, ich höre auch schon, da kommt eine Hexe und Wölfe. So, das hätten wir. Jetzt noch die Hexe auseinanderreißen. Einmal den Meteorhagel. Ich weiß nicht, wie viel Schaden er macht. Oh ja, doch, er macht ganz gut Schaden eigentlich. Jetzt versteckt sich die Hexe dahinter. So, Hexe ist auch tot. Okay. Ja, wir müssen ja, also das war jetzt zeittechnisch ein bisschen schwierig, aber hier ist eine große Kiste. Ha, ich sehe schon, also wir waren jetzt drei Folgen im Muspelheim unterwegs, jetzt werden wir bestimmt drei Folgen hier in diesem ekelhaften Nebel unterwegs sein. Schön ist es hier ja nicht, es ist einfach neblig und ekelhaft. Aber es gehört eben dazu, wir müssen uns hier umgucken, wir müssen hier Kisten sammeln und Gegner töten. Ich will auch Niflheim abschließen und insofern bleibt uns da keine andere Wahl. So. Wir laufen durch. Das hat funktioniert. Hier sind keine Gegner, hier sind auch keine Kisten. Wir laufen weiter. Und hier müssten dann die nächsten Gegner kommen. Genau, zwei Wiedergängerinnen. Meteorhagel! Okay, ich bin fast tot. Ui, da musste ich jetzt mal ganz schnell die Rage aktivieren, sonst wären wir jetzt sofort Geschichte gewesen. Das war richtig eng. Ich glaube, da hat mich die Hexe irgendwie von hinten noch... Okay, das war richtig knapp mit dem Leben. Hier ist noch eine Kiste, wir dürfen natürlich auch nicht sterben. Wenn wir sterben, dann kommt es aufs Gleiche raus, als wenn wir es nicht rausschaffen. Und wir müssen natürlich auch immer die Zeit im Auge behalten oben. Der Zeitbalken läuft die ganze Zeit immer schön weiter runter. Und wenn wir jetzt zum Beispiel noch weiterlaufen, ich glaube, dann wird es auch schon zu knapp mit der Zeit. Kann das sein? Ich glaube, wir sollten fast schon in Richtung Ausgang gehen. Es macht ja auch nicht viel Unterschied, ne? Natürlich wollen wir eigentlich möglichst weit rein. Aber wir können auch genauso gut immer wieder rein und ein bisschen was rausholen, ne? Wir brauchen halt ungefähr, ich glaube, 20.000 oder sowas für die Risse.
Und für die Kisten brauchen wir auch einiges. Also das ist richtig teuer. Können wir auch nochmal ganz kurz nachgucken. Wenn wir hier hochgehen, dann wird das ja auch zurückgesetzt dann. Insofern ist egal, ob wir rauslaufen oder hier rauslaufen. Also, 736 Nebelechos sind gefunden. Genau, hier die Risse. Der kostet uns 10.000 und einen Nebelanker. Der kostet uns 20.000 und einen Nebelanker. Der kostet uns 15.000 und einen Nebelanker. Hier die Kiste kostet einfach nur 5.000 Echo. Die Kiste kostet 7.500 Echo. Und die Kiste kostet 7.500 Echo. Also wir werden noch hier eine ganze Menge Zeit hier verbringen müssen. Ich sehe es schon. Und die Frage ist halt auch, müssen wir uns quasi Nebelsets, ja, die uns Zeit dazu bringen und so weiter, besorgen, weil wir sonst zeitlich keine Chance haben? Das kann gut sein. Kann gut sein, dass es sonst keinen Sinn macht. Zeitlich. Also wenn wir... Ich hab ja gutes Equipment, mit dem wir gut kämpfen können. Nur die Frage ist halt, wenn wir damit einfach zu wenig Zeit haben. Ne? Vielleicht müssen wir tatsächlich ein bisschen was ausgeben, um erstmal so ein Nebelset zu kriegen, das uns immer wieder Zeit dazu gibt und Resistenz gegen den Nebel gibt und all sowas. Weil wir sonst gar nicht in die Tiefen reinkommen. Das kann auch sein. Also je nachdem gibt es natürlich hier sehr viel Gefahr mir jetzt. Aber so ist es eben. Nieflheim ist eben Gefarme. So, kleine Kiste noch. Und damit haben wir dann auch schon die ersten 400 zusammengesammelt. Also wenn wir jedes Mal so um die 1000 rausholen würden, wäre das ja schon gut, aber selbst dann würde es ja ewig dauern. Ne, ihr müsst bedenken, manche... Oh, oh, oh. Oh. Eine schöne Bescherung. Ja, so viel zu dem Thema. Wenn man natürlich blind in diese Hacker reinläuft, ich dachte so, ja, wir kommen da schon irgendwie durch, bisschen links, rechts, so schwer ist es ja nicht. Aber wenn wir gar nicht drauf achten, dann werden wir auch einfach von den Dingern auseinandergehackt. Also man muss schon ein bisschen drauf achten, wie man durchkommt. Ich dachte jetzt, so schwer sind die ja nicht. Naja, macht aber nichts, das geht ja schnell. Ja, das ist jetzt erstmal die grundsätzliche Frage. Müssen wir uns ein Nebelset besorgen, weil wir ansonsten gar nicht tief reinkommen? Oder geht es auch einfach mit unserem Equip? Es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir diesmal nicht einfach so blind in die Dinger reinlaufen. Also man muss ein bisschen drauf achten. Jetzt gerade eben habe ich es nicht getan. Und wenn wir wirklich gar nicht drauf achten, dann hacken die einen auseinander. Die sind ja auch nicht schwer. Aber wenn man halt gar nicht drauf achtet, habe ich gemerkt, dann, ja, dann hacken die einen schon auseinander. So, Meteorhagel, Halskette. Und dann haben wir hier auch schon fast kurz einen Prozess gemacht. So, hier ist wieder eine kleine Kiste. Dadurch ärgerlich, dass ich eben die 400 verloren habe. Aber es ist halt... Das kann immer passieren. Entweder du stirbst oder du hast die Zeit nicht im Auge. Momentan geht die Zeit jedenfalls sehr schnell runter. Also ich glaube, ohne Set werden wir hier nicht klarkommen. Ich glaube, wir müssen uns so ein Set besorgen. So, wir laufen jetzt mal weiter rein in den Nebel. Auf die Gefahr hin, dass das zeitlich schwierig wird. Na komm, schneller. Ne, also es kann natürlich zeitlich schwierig werden, weil wir jetzt sehr tief reinkommen. Und hier sind Hexen und so ein Kram. Stufe 8er Hexen, hohe Gegner. So, jetzt muss ich meine Rage aktivieren, weil wir sonst nämlich tot wären. Die Gegner machen doch guten Schaden hier. Darf man nicht unterschätzen. Gerade hier solche Stufe 8er Typen hier. Die machen schon viel Damage. Und, oh, jetzt muss ich sogar schon mein Dings benutzen hier. Alter Schwede, ich meine, wir sind super gut equipped. Wir sind Stufe 7. Aber die Gegner hier sind einfach verdammt stark. Ist halt wirklich so. Die Gegner hier sind verdammt stark. Und jetzt bin ich tot. Ich bin tot. Wir sind richtig gut equipped. Ich habe alles an Skills, an Waffen. Es ist einfach wirklich hart hier. Also ich finde es auch, die Gegner sind schlimmer tatsächlich noch als in Muspelheim. Niflheim ist doch ein sehr, sehr hartes Pflaster. Du hast halt nicht nur harte Gegner, du hast nicht nur diese Fallen, die dich jederzeit zermatschen können. Dazu hast du noch Zeitdruck, weil die ganze Zeit oben der Timer läuft, der dir Stress macht. Also wenn das so weitergeht und wir ständig hier Nebel verlieren, weil wir sterben oder irgendwie zagt werden, dann sitzen wir hier noch 20 Folgen. Das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Wir müssen mal irgendwie eine Lösung finden, wie wir das Ganze hier sinnvoll machen. Wahrscheinlich müssen wir erstmal noch mal ein bisschen reingehen, so wie anfangs. Ein bisschen was farmen.
damit wir erstmal überhaupt irgendwie hier ein Rüstungsset zusammenkriegen. Ich glaube, es geht nicht ohne. Ich hatte gedacht, ich habe so ein gutes Set jetzt, dass es besser ist, als das Niflheim-Set zu benutzen. Aber alleine durch diesen Zeitbonus müssen wir, glaube ich, allein deswegen müssen wir, glaube ich, das Niflheim-Ding benutzen. Wir müssen uns jetzt mal Nebel besorgen. Ich glaube, wir müssen ein komplettes Nebelset fertig machen mit Halskette und allem, damit wir also wirklich Zeitbonus vor allem haben. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wobei ich ja eben jetzt gestorben bin, einmal durch die Falle und dann einmal gestorben bin durch Gegner. Das wiederum bringt uns mit dem Nebelset dann überhaupt nichts, weil da sterbe ich dann trotzdem durch. Ich glaube, das Nebelset ist nämlich sogar von den Werten her eher schlechter als das, was ich momentan anhabe. Es bringt uns halt nur Zeitbonus, ne? So, es dauert mir auch alles hier viel zu lange mit den Kämpfen und das, obwohl ich so gutes Equipment habe. Das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein, oder? So, ausgeschaltet. Also diesmal kriegen wir 1000 zusammen auf jeden Fall. Ich glaube, allein schon mit der Kiste jetzt. Nur, ne, ja, hoho, da war richtig viel drin. 526 in einer Kiste. Das war sehr gut. Zeit ist auch noch in Ordnung. Nur müssen wir halt auch noch rauskommen. Bei aller Liebe, ne? 1600 sind super geil. Aber wenn ich die nicht in Sicherheit bringe, haben wir da gar nichts von. So, hier ist auch eine Kiste mit tatsächlich Zugängen. Das heißt, die können wir auch nicht einfach so öffnen. Nur, wie kriegen wir die? Da ist einer. Also einen habe ich entdeckt. Ah, okay, da oben ist einer. Da ist einer und da ist einer. Das ist tatsächlich die erste große Kiste, die ich hier öffne. Ich hoffe, da ist jetzt auch viel drin. Ich hoffe, da ist viel drin. Oh ja, 958. Wir müssen hier jetzt erstmal raus. Wir müssen hier erstmal raus. Ich muss die 2800 in Sicherheit bringen. Es ist ein gutes Zeichen, dass wir also, wenn wir da tiefer gehen, auch mehr kriegen. Das heißt, es lohnt sich dann irgendwann noch mehr. Wir kommen noch schneller voran. Aber wir müssen das jetzt erstmal Sicherheit bringen. Ich habe jetzt zu viel Angst, dass irgendwie die Zeit dann, oder dass wir uns verlaufen oder Gegner uns ausschalten. Das ist mir zu riskant. Das ist mir lieber. Das ist das Größte, was ich bisher rausgeholt habe. Und wahrscheinlich wollen wir ja sowieso auch alle Kisten aufmachen, ne? Wir wollen ja nicht nur, jetzt haben wir aber immer noch erst 4000, wir können noch nicht mal die kleinste Kiste aufmachen, geschweige denn so ein Riss. Oh Leute, das wird ja ewig dauern hier. Niflheim wird ewig dauern, aber ich will es abschließen. Ich will Niflheim abschließen, ich will alle Gebiete abschließen. Also ich denke, man hat zwei Optionen. Entweder wir bleiben bei schlechtem Equipment, also bei gutem Equipment, so wie ich es jetzt habe. Ich würde ja sagen, mein Equipment ist gut. Dann können wir zwar relativ schnell die Gegner töten. Aber dafür haben wir halt kaum Nebelzeitbonus, können also nicht so richtig lange drin bleiben. Oder wir holen uns ein Nebelset. Nachteil davon ist, dass ich natürlich viel Nebel erstmal ausgeben muss für das Set. Das heißt, es dauert noch länger, bis wir irgendwie mal fertig sind. Und es hat, glaube ich, schlechtere Werte. Dafür können wir halt länger drin bleiben. Also es hat alles Vor- und Nachteile, glaube ich. Ich glaube, ein einziges Nebelset kostet ja schon irgendwie sonst wie viel. Plus dann noch irgendwie Verbesserungsgegenstände aus den Kisten, um das Set überhaupt erstmal zu verbessern. Ich habe ja sogar, einen Teil habe ich doch mir schon geholt, aber ich glaube die Schultern oder die Brust halt. Also wir haben sogar schon einen Teil von einem Set. Ich weiß nicht, ob wir auch schon die Halskette haben. Ich glaube, den Griff für die Axt haben wir sogar auch schon. Muss ich gleich mal schauen. Wir sammeln jetzt noch einmal, dann gucke ich mal eben, was ich überhaupt schon für Setteile habe und was wir da überhaupt auch holen können. Und ob sich das lohnt. So, hier drin war noch eine Kiste, da war ich von der falschen Seite gekommen. Also zumindest ist ja schön, dass die Kisten uns immer Nebel dazu geben. Und hier ist eine Kiste wieder mit Glöckchen. Aber in den Kisten ist ja immer relativ viel drin, ne? Ja, das ist sehr schön. 679. Das muss man sich nur auch merken. Man muss sich auch merken, wo man herkommt, ne? Ich sehe jetzt drei Wege und ich weiß nicht mehr, wo ich hergekommen bin. Pass auf, das sollte ich mir vorher merken, wo ich hergekommen bin. Hier sind wir, glaube ich, nicht hergekommen. Nee. Hier sind neue Gegner. So, das war sehr gut. Jetzt muss ich auch die Zeit im Auge haben, natürlich. Jetzt sind wir relativ tief drin, nämlich. Und haben jetzt auch schon wieder gleich 2000, aber wir müssen ja auch noch rauskommen. Also so 2000 pro Run, das ist ja schon mal besser als am Anfang. Ja, 2000 pro Run, das ist eine gute Richtung, damit bin ich soweit erstmal zufrieden. Das ist die Richtung, in die ich gehen will. Aber man muss es halt auch noch rausbringen und je tiefer wir reinkommen, desto mehr Fallen wir gehen. Durch je mehr Fallen wir gehen, desto
mehr wird es natürlich auch ein Labyrinth. Man sollte sich vielleicht sogar merken, wo man reingegangen ist und sich dann, um dann nachgucken zu können, wo man wieder rauskommt, ne? Weil ich kann jetzt noch tiefer reinlaufen. Beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr, wo ich hergekommen bin. Ist halt auch wirklich ein Labyrinth am Ende. Jetzt verlaufe ich mich nämlich. Seht ihr mal, jetzt haben wir nämlich fast 3000 gleich, aber ich werde wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig rauskommen. Weil wir jetzt so tief drin sind und ich nicht mehr weiß, welchen Weg ich hergekommen bin. Das ist dann noch ein ganz anderes Problem. Neben den Gegnern und den Fallen. Doch, wir haben es geschafft. Ja, okay, 2800 in Sicherheit gebracht. Neben den Gegnern und den Fallen kommt nämlich am Ende noch dann oben drauf. Wobei, wir gehen zu Sindri und gucken mal nach den Sets. Kommt dann noch dazu, dass du dich irgendwann auch verlaufen kannst. Feindliche Welt hier in Niflheim. Damit haben wir jetzt aber relativ viel Nebel. Also was ist relativ viel? Wir haben 5000 oder sowas. Mal gucken, ob wir damit irgendwas anfangen können. Was haben wir denn überhaupt schon für Setteile? Also, ich habe Ivaldis Todesschleier-Schulterrüstung auf Stufe 7. Die könnte man noch zweimal verbessern. Die bringt uns an sich auch gar keine Nebelverbesserung, sondern sie bringt uns eine konstante Gesundheitsregeneration. Das ist natürlich so ein bisschen auch gegen den Nebel, aber an sich verlieren wir damit schon eine ganze Menge Runen zum Beispiel. Und Abklingzeit auch im großen Rahmen. Egal, wir ziehen mal das Nebelset an. Den Gürtel haben wir tatsächlich auch schon. Nur ist halt die Frage, ob es wirklich besser ist, es anzuziehen, ne? Die Frage ist halt, ob wir ein bisschen was ausgeben wollen, um jetzt hier auch noch das Set vollständig zu machen. Das heißt, die Armschienen auch noch zu holen. Wenn schon, denn schon. Es kann aber halt auch gut sein, dass das Nebelset tatsächlich schlechter ist, ne? Ich weiß es eben nicht. Der Axtgriff, den sollten wir uns auf jeden Fall besorgen. Sehr hohe Bonus-Aktivierungschance auf Wiederherstellung von etwas Schutz gegen den verfluchten Nebel von Niflheim bei jeder erfolgreichen Tötung. Gewährt Passivresistenz gegen den verfluchten Nebel. Der Griff zum Beispiel ist sehr stark, den brauchen wir. Der macht Sinn. Der kostet uns natürlich auch wieder Nebel, aber der ist gut. Der bringt uns weiteren Widerstand gegen den Nebel. Und auch die Halskette sollten wir uns wahrscheinlich besorgen, auch wenn sie keinen Sockel hat, was natürlich sehr ärgerlich ist, aber sie verbessert auch die Zeit, die wir im Nebel verbringen können. Ich werde es mal ausprobieren. Wenn ich das Gefühl habe, wir kommen mit diesem ganzen Nebel-Equipment schlechter zurecht als ohne, mit meinem normalen guten Equipment, dann halt nicht. Aber wir sollten es zumindest ausprobieren. Ja, und um das ganze Zeug zu verbessern, müssen wir halt hier eben Dunstgewebe und sowas ausgeben, ne? Niflheim-Legierung für den Axtgriff. Alleine 5 Stück habe ich natürlich auch schon nicht, ne? Und ich muss sagen, bei den Skills, wir haben ja 2 neue Skills bekommen. Ich finde den von den Klingen, diesen Meteorhagel, finde ich sehr gut, weil da kann ich mich weiterhin bewegen. Tamos Atem finde ich nicht so gut. Der schleudert nämlich die Gegner selber aus diesem Skill wiederum raus. Und dann kriegen sie nicht mehr so viel Schaden. Das heißt, dann nehme ich wieder meinen Standardangriff, glaube ich. Ja, und dann tun wir auch die Halskette rein. Das kostet uns natürlich diesen zerbrochenen Panzerhandschuh samt Zauber. Die sind natürlich echt stark, die Zauber. Wir müssen es ausprobieren. Außerdem tue ich mal hier die Erhöhung der maximalen Sprintgeschwindigkeit rein. Vielleicht kommen wir dann irgendwie noch schneller durch die Fallen und sowas. Das ist auch von Vorteil. Okay, das heißt, wir haben uns ein bisschen angepasst. Wir haben ein bisschen Nebel gefarmt. Wir haben jetzt das komplette Nebelset, Nebelgriff und so weiter. Sind dadurch aber ein bisschen schwächer, weil ich die Boni und sowas nicht habe, weil mir 3 Zauber in der Halskette fehlen und so weiter. Aber vielleicht sind wir trotzdem für den Nebel jetzt besser gewappnet. Das kann ja sein. Ja, vielleicht sollte man auf seine eigentlichen Stärken verzichten, wenn man dafür im Nebel besser klarkommt. Das kann ja möglich sein. Okay, wir versuchen es nochmal ein bisschen hier. So, schön die Nachtmare auseinanderhacken. Gut, sehr gut. So, Kisten sammeln. Also theoretisch haben wir jetzt verschiedene Boni. Die Halskette sollte uns ein bisschen Nebel dazugeben. Wir sollten bei Kills ab und zu ein bisschen Nebel dazu kriegen. Außerdem haben wir angeblich eine Gesundheitsregeneration jetzt auch durch unser Set. Ich hoffe, dass es funktioniert. Und ein bisschen schneller sprinten sollte ich theoretisch auch schätzen. Also alles eben auf diese Welt hier ausgelegt sozusagen. Finde ich aber gut. So. Balken oben ist auf jeden Fall wieder voll. Ich meine, wenn es sich lohnt, einmal quasi was auszugeben von dem Nebel für das Set, wenn man dafür dann auf Dauer pro Minute quasi mehr einsammeln kann, dann mache ich das natürlich. Was? Ich war doch oben! Ich war doch oben! Nein, das war jetzt gemein. Ich bin gestorben, obwohl ich schon oben war. Das war aber wirklich eine Millisekunde, Mensch. Also mir scheint auf jeden Fall, wir kriegen generell mehr Nebel dazu. Also nicht Nebel-Echo, sondern Nebel oben bei dem Zeitbalken. Ich glaube, der Zeitbalken ist an sich auf jeden Fall, ja, der wird schneller gefüllt. Dafür kriege ich damit halt viel mehr Damage, ne? Das ist auch wieder scheiße. Wenn ich dafür dann die ganze Zeit sterbe, weil ich so viel Schaden kriege mit dem Nebelset, ist ja auch nicht Sinn der Sache, ne?
Also ich habe jetzt mehr als genug Zeit auf jeden Fall momentan. Ja, jetzt sind wir jetzt schon 3 Räume weiter und haben noch fast den Balken voll oben. Wenn ich jetzt die Kisten noch nehme, ist er wahrscheinlich wieder voll. Oh, wir kriegen Niflheim-Legierung, das ist sehr schön. Also Zeit ist jetzt eigentlich kein Thema mehr. Dafür ist jetzt sehr ein Thema, dass die Gegner mir sehr viel Schaden machen. Und ich glaube, wir... Also wenn wir uns noch mehr... Ja, ich weiß nicht, wie soll ich mit dem Set noch mehr überleben? Dann müssen wir das Set noch verbessern. Aber das Set zu verbessern wiederum kostet viele Materialien. Das heißt, wir müssen noch länger farmen. Aber so ist es wahrscheinlich. Also das Nebelset ist, glaube ich, wichtig. Ich sehe es oben an der Zeit, wie viel das ausmacht, wie viel mehr Zeit wir jetzt haben. Das heißt, wir brauchen das Nebelset. Andererseits muss ich das Nebelset aber auch noch verbessern, weil ohne Verbesserung bin ich zu schwach mit dem Nebelset. Tja, das heißt, noch mehr Farben, Set komplett auf Stufe 3 bringen, dann halten wir wahrscheinlich genug aus und haben genug Zeit. Und das ist dann die Kombination, auf die es ankommt, schätze ich mal. Wo ist denn die dritte Glocke, Mensch? Eins, ach, da ganz hinten, oh Gott. Leider bringen diese großen Kisten keinen Nebel. Doch, ein bisschen sogar. Hat tatsächlich Nebel gebracht. Also ich meine, theoretisch können wir jetzt wahrscheinlich sehr lange drin bleiben. Zeitbedingt. Nur irgendwann ist halt Schluss, weil mich dann die Gegner auseinanderhacken. Oh Gott, jetzt bin ich wahrscheinlich zu weit gegangen. Ich glaube, jetzt habe ich mich übernommen. Jetzt sind wir nämlich in einem Gebiet mit Springer und Vulva. Das könnte jetzt sehr böse enden. Ein Stufe 8 Springer. Mit meinem Set. Ich weiß ja nicht. Das könnte eine blöde Idee gewesen sein, hier noch weiterzulaufen. Okay, wenn wir den Vulva schon mal loswerden, haben wir schon mal was geschafft. Dann noch den Tatzelwurm. Und dann kann ich mich um den Springer alleine kümmern. Dann kriegen wir es vielleicht hin. Jawohl. Springer haben wir auch ausgeschaltet. Hier ist noch Nebel in der Kiste. Jetzt haben wir zum ersten Mal, glaube ich, 3000 oder mehr. Ja, 3200. Ist die Frage, ob wir die 3200 hier noch lebendig rauskriegen. Obwohl, hier gibt es tatsächlich nur einen Weg hin, glaube ich. Ich glaube, wir sind in einer Endkammer angekommen. Es scheint zumindest so. Es gibt hier nur den einen Weg. Genau, das heißt, wir können uns zumindest schon mal nicht verlaufen. Das ist ja schon mal gut. Wenn wir jetzt hier zurückgehen, kommen wir hoffentlich irgendwann wieder zum Anfang und haben zumindest schon mal 3500 rausgebracht. Und auch ein bisschen sowas wie, ja, Dunstgewebe und so ein Kram. Waren wir hier schon? Wir haben 4000 Echo, wir wollen nicht sterben. Nein! Noch eine Valkyrie. Oh, oh. Hier in Niflheim? Ausgerechnet hier? Mit der werde ich jetzt nicht spielen, aber hier ist eine Valkyrie. Es gibt in Niflheim eine Valkyrie, ich werde jetzt nicht mit der spielen. Das wäre lebensgefährlich. Also, beziehungsweise das wäre Selbstmord. Jetzt mit dem Equipment zu der Valkyrie hier in Niflheim reinzulaufen, wäre absoluter Selbstmord. Das machen wir nicht. Aber es ist gut zu wissen, es gibt eine Valkyrie in Niflheim. Und wenn wir ein bisschen tiefer reinlaufen, dann werden wir sie auch finden. Und wir wollen sie natürlich auch besiegen. Das ist nämlich, glaube ich, die letzte. Aber nicht jetzt. Ganz, ganz sicher nicht jetzt. So, wir haben es geschafft. 4000 Nebel in Sicherheit gebracht. Okay, das heißt, Nebelset anziehen ist auf jeden Fall förderlich, würde ich sagen, weil wir sehr viel mehr Zeit haben. Und wenn wir das Nebelset noch verbessern, dann halten wir auch mehr aus. Also ich würde sagen, das ist schon der richtige Weg. Auch wenn wir dadurch unser teures Equipment aufgeben müssen. Und jetzt machen wir zum Abschluss für die erste Folge Niflheim. Oder, ja, wir waren ja schon mal hier. Machen wir jetzt noch so eine 5000er Kiste auf. Kostet natürlich viel, aber wir müssen sie alle aufmachen. Weil ich will sie alle aufmachen. Und da kriegen wir den kalten Nebel von Niflheim. Und Legierung und Dunstgewebe. Und einen Asenflug. Finde ich aber sehr interessant zu wissen. Also wir haben ja schon vermutet, dass in Niflheim eine Valkyrie wartet. Ne, in Muspelheim gab es einen, in Alfheim gab es einen, in Helamir gab es einen. Also das war schon abzusehen, dass auch hier irgendwo eine Valkyrie auf uns warten wird. Aber ja, finde ich interessant, dass wir die also jetzt schon mal gesehen haben. Und auch die werden wir natürlich besiegen. Sehr cool eigentlich. Oh, guck mal, hier ist jetzt vorne eine Kiste ausnahmsweise mal. Ich wollte jetzt eigentlich nur noch eben zu Sindri gehen, aber hier vorne ist eine Kiste. Und hier liegt sogar was. Okay. Sie sind nicht hier. Das ist keine Kiste mit Glocken, sondern eine Kiste mit Siegeln, glaube ich. Die irgendwo im Labyrinth versteckt sind. Jetzt haben wir natürlich gerade mal die Chance, aber ich mache es jetzt nicht. Mir ist egal. Euch scheint Ivaldis Werkstatt richtig zu gefallen. Ja, es gefällt mir super. Es macht richtig Laune. Doch, auf jeden Fall. Erstmal einen neuen Auferstehungsstein kaufen natürlich. Für unseren nächsten Run beim nächsten Mal.
Wobei es ziemlich fies gemacht ist, weil die Brustrüstung können wir sogar nur verbessern, wenn wir auch noch schwelende Glut farmen. Das heißt, wir müssten sogar noch mal nach Muspelheim ein bisschen farmen. Das kann ich natürlich auch ohne Aufnahme machen, damit wir überhaupt das Set verbessern dürfen. Also das ist natürlich schon gemein. So, wir verbessern mal den Axtgriff. Also das Gefarme wird noch dauern. Ich glaube, wir werden hier länger unterwegs sein als in Muspelheim, bis wir wirklich alle Risse offen haben und auch die Walküre besiegt haben und alles und das Set verbessern. Und das Set kann ich nicht verbessern ohne Muspelheim-Materialien. Das ist sehr gemein. Also, dass wir für dieses Nebelset Muspelheim-Zeug brauchen, finde ich sehr gemein. Aber soweit zur ersten Folge Niflheim. Ich finde es eigentlich sogar noch spannender als Muspelheim, weil es noch gemeiner ist, weil du ja was aufbaust und sammelst. Und wenn du dann stirbst, dann ist nicht wie bei Muspelheim nur diese Challenge vorbei, sondern verlierst du halt auch deine Materialien und alles. Also sehr challenging diese Welt, aber auch irgendwie sehr cool. Mir hat's Spaß gemacht. Lasst ein Däumchen da, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal in Niflheim. Bis dann, alles Gute, Herr Walle. Bye, bye.